Schau nochmal, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Wir werden heute den LR Goku endlich Dokkan awaken. Was schon? Ja, also der. Wann war der Release? Ist das schon. Nein, kein Jahr her, aber auf jeden Fall ist es schon ewig her, habe ich das Gefühl. Und ich habe es heute geschafft. Na gut, gestern geschafft. Nein, warte doch, heute Morgen nachts geschafft, die letzte Medaille für meinen LR Goku zu farmen. Und heilige Scheiße hat das gedauert. Also, ihr müsst das euch mal vorstellen. 777 Medaillen für ihn hier. Das ist krank. Aber gut, ob es sich jetzt gelohnt hat, inzwischen wahrscheinlich nicht mehr, wenn man sieht, dass die Super Saiyan 4s angekündigt wurden mit gut 2 Millionen Damage, aber ja. Egal. Ich kann ihn jetzt awaken und das ist ja auch schon mal was. Um den zu awaken, machen wir erstmal 7 normale Medaillen, dann wird er zu dem hier. Waren es 7? Keine Ahnung, könnte noch 10 gewesen sein. Und dann 777, um ihn auf LR zu bringen. Supreme Damage, All-Type Key plus 2 Form, Dokkan Awakening. Das heißt, selbst davor wäre er sogar noch recht nützlich. So für den Anfang, All-Type Key plus 2 ist jetzt halt nicht schlechtes, dafür, dass er Free-to-Play ist. Und Attack plus 5000 when facing only one enemy. Die Passive ist extrem scheiße. Ich habe ihn hier schon auf Additional geskillt und auf Super Attack. Ein Dupe habe ich noch nicht, weil die Drop-Rates so scheiße sind. Aber diese Stage wird ja geupdatet, auf Japan wurde sie jetzt schon geupdatet. Und wenn sie auf Global geupdatet wird, werde ich alle 4 Dupes farmen und ihn auf 100% bringen, das schwöre ich. Aber jetzt gerade so viel Stamina zu verschwenden, die Drop-Chance ist wirklich extrem gering, das heißt... Ich werde warten und ihn dann einfach zweimal reversen. Seine Links sind übrigens auch scheiße. Er hat Golden Warrior, Key plus 1, Defense from the Enemy minus 2000. Super Saiyan, Attack plus 10%, Kamehameha nochmal plus 2500. First Awakening, Attack plus 25%. Da braucht ihr jetzt den Tech Bardock. Hier dann wäre er perfekt mit ihm im Team. Oh, er hat Piccolo hat den auch, das ist gut. Und Family Tier. Der linkt sich halt am besten nur mit LR Bardock. Mit Tech Bardock. Da hat er viele Links gemeinsam. Er hat gar nicht den LR-Link, weil er noch nicht LR ist, Chani. Du bist ein Genie. Ja, das ist ja noch der normale. Den Dokkan awaken wir jetzt. Ihr seht es. Moment, ihr seht es gleich. Ihr seht es jetzt. Ich habe punkto genau 777 Medaillen. Medaillen. Dass ich das so hinbekommen habe. Also, wer in der Facebook-Gruppe ist, sieht, wie oft ich einfach 5 Medaillen-Drops kriege. Ich glaube, ich hatte 205 Medaillen-Drops und 2... 20 Medaillen-Drops. Das ist unglaublich. Ich frag mich, ob nur ich dieses Luck hatte. Ich habe das Gefühl, ich bin der am meisten 5 Medaillen-Drops hatte. Und am Ende war es dann so, dass ich 770 hatte. Und ich könnte schwören, mein letzter Drop, weil mein Stamina danach leer war, wäre auch wieder 5 gewesen. Dann hätte ich nämlich 775 von 77 gehabt. Dann hätte ich mich extrem aufgeregt. Aber nein, ich habe genau 7 bekommen und bin jetzt auf dieser Summe. 777 von 777. Ihn zu awaken kostet übrigens... Oh Gott, wie viel ist denn das? Ich muss kurz nah rangehen, weil ich ja ohne meine Brille blind bin. 7.770.000, wenn ich das jetzt richtig entziffert habe, um ihn auf LR zu bringen, was schon mal unfassbar viel ist. Na gut, ich wollte eigentlich mal sparen, falls ich irgendwann LR Broly habe, aber dann ziehen wir ihn halt vor. Und dieses Art ist einfach auch schon der Grund, warum ich ihn Dokkan awake. Alter Schwede. Das ist einfach sexy. Das ist wow. Und ich awake ihn auch einfach nur, weil das Goku ist. Goku in der Freezer-Saga. Das ist so unfassbar viel Nostalgie in diesem Bild. Und wer in Facebook-Gruppe ist, hat auch meinen kleinen Text dazu gelesen. So, seine Anfangswerte. Ich habe ihn auf Dupe System schon auf 1 plus 2000, deshalb 7100, 7600, 5800. Ist schon nicht schlecht. Kolossaler Damage. Ich werde ihn nicht auf 20 farmen, also nicht einen zweiten nochmal farmen. 777 Medaillen, nein. So viel Langeweile habe ich jetzt nicht. Vielleicht, wenn er geupdatet wird, seine Stage. Dann vielleicht irgendwann nochmal. Seine Passive, Attack plus 10.000, Defense plus 3.000, when facing only one enemy. Die ist jetzt schon eigentlich akzeptabel. Obwohl das eigentlich auch schon so eine TOR-Passive ist. Ich finde, für LR hätten sie 20.000 und 5.000 draus machen können, aber gut. Seine Links sind jetzt genau die gleichen, plus halt Legendary Power. Der einzige neue. Heißt, der ist auch nicht schlecht mit dem Piccolo. Und ich würde ihn wirklich mit Piccolo zusammen ins... Tequila zusammen ins Team packen. Sein Leader-Skill ist jetzt All-Type Key plus 3, Attack plus 3.000. Somit hat er den Gogeta-Leader-Skill aber als Free-to-Play. Jedoch muss ich ehrlich sagen, bis man den hier hat als Free-to-Play-Spieler, hat man auch schon Gogeta. Glaube ich jetzt, also würde ich jetzt mal so annehmen. Jetzt, ich habe ja Gogeta auch in der Zeit gepult, wo ich ihn hatte, plus Vegeto Blue, plus Super Vegito. Ja, ob der Leader Skill da jetzt noch so krass ist, vielleicht halt in Free-to-Play-Showcases, so in Events, die man Free-to-Play machen will. Aber ich stehe hier schon viel zu lange rum, wir Dokkan Awakening jetzt ja endlich. Und alter Schwede, bin ich dafür bereit, sowas von. Ich werde es bereuen, dass ich die Dupes nicht habe, aber ich kann nicht mehr warten.
Discord-Nachricht. Dukan, fucking waken. Boah, ist das geil, Alter. Ein Traum wurde gerade wahr. Wie er bei mir jetzt in der Liste chillt, ist einfach so unfassbar geil. Es ist eigentlich so eine richtig schlechte Karte inzwischen. Okay, eine schlechte, aber eine richtig alte Karte schon, die nicht mehr so einen Wert hat. Aber ich liebe sie trotzdem. Und ich habe so lange keine Friend Summons mehr gemacht. Ich habe schon wieder 95, das ist ja mega geil. Kann ich mal kurz mal gucken, was in Discord so abging. Ah, nur eine PN, die gucke ich mir gleich an. So, hoffen wir natürlich auf... Oh, er geht Super Saiyan. Wir hoffen natürlich auf Rares. Weil es ist genau, was wir jetzt brauchen. Wäre er Super Saiyan 3 gegangen, wäre ich ausgerastet. Vielleicht wird hier wieder ein Zeitraffer drüber liegen, wenn es zu lange braucht. Um mir genug Rares zu droppen. Ich meine... Oh. Ich meine, es ist Eliagoku. Der braucht jetzt schon ein paar... Sagen wir mal... Viele Rares, um auf Level 150 zu kommen. Heißt, ich werde dementsprechend auch jetzt viele Friend Summits machen müssen. Heißt, ich werde dementsprechend wahrscheinlich jetzt auch entweder viel rausschneiden, viel... Zeitraffern oder halt wirklich viel Glück haben, dass ich gar nichts davon machen muss. Ah, er ist Baseform geblieben. Ich hoffe mal, das wird kein Beigeist. Gott sei Dank, Top 10 Dinge, die man niemals im Summon sagt. Ich hoffe, es wird kein Beigeist. Bei Baseform habe ich immer das Gefühl, ich krieg viel mehr Rares. Alter, das waren schon... Boah, das war echt ein guter Summon. 1, 2, 3, 4... Hm, nicht schlecht. Heute darf ich ja auch mal wohl Rares ziehen. Sehr nett. Übrigens möchte ich Rares nur in Friend Summons haben, liebes Spiel, sonst nirgendwo. Danke. So, und ich weiß gar nicht genau, wann dieses Video denn jetzt erscheinen wird, weil... Wann sollte Boss Rush erscheinen? Klassischer Versprecher, da mache ich immer dieses Geräusch. Boss Rush sollte Montag oder Dienstag kommen, ich bin mir gar nicht sicher gerade. Wenn am Montag kommt der Boss Rush, wird Goku wahrscheinlich Mittwoch oder so kommen. Wenn der Boss Rush Dienstag kommt, wird Goku Montag kommen. Ach, wir werden sehen. Ist wirklich... Ja, schön, ich kann das jetzt nicht zeitraffern, wenn ich hier gerade so was Wichtiges anspreche. Okay, wichtig, Boss Rush und Van Goku kommt. Ich werde mal sehen, wie viele Summons ich hier noch mache. Ich werde einfach weiterlabern für den Fall, dass ich halt keinen Zeitraffer drüber lege. Weil sonst wäre das ziemlich peinlich, wenn ich da einfach was drin lasse und ich ganze Zeit einfach mein Maul nicht aufreiße. Aber ihr würdet es eh nicht sehen. Und da hat gerade einfach mein Fenster so laut gerufen, dass ich es hier drin gehört habe und dass man es wahrscheinlich im Mikrofon gehört hat. Das passiert auch nicht alle Tage. Aber wir können jetzt mal gucken, ob das schon an Rares reicht. Können schwören, das ist schon ganz gut. So, wo ist denn mein Goku? Da. Level 1. So eine schöne Werte auf Level 1 schon, das sieht man ja gerne. Wäre natürlich zuerst mal die Rares reintrainieren und von meiner Tür sind die schon wieder so unfassbar laut, aber wenn ich einfach genauso unfassbar laut bin, ist das unfassbar unhörbar. Lalala. Wunderbar. So, bei LR-Karten habe ich ja immer bis jetzt ein Android benutzt. Zip, zip. Und so machen wir es hier diesmal auch. Ich muss unbedingt wieder diese Kammer hier farmen. Als ob er nur 95 Level-Ups kriegt. Lass mich verarschen. Normalerweise kriegen Charaktere über 100 Level-Ups. Zip. So besser. 103, schon besser. Alles Rares. Und go. Ja, für sowas behalte ich halt auch die Schildkrötenpanzer auf. Für LRs oder halt richtig, richtig coole TORs wie der Super Saiyan 4 Goku. So, Double Suches. Aber schon auf 14.000. Oh, da habe ich auch gerade ein Dings bekommen. Ich glaube, wenn man jeden Tag trainiert, kriegt man das ja. Jetzt fehlt mir noch ein Rare. Wunderbar. Mal die Normals an. Zip. Und trainieren ihn noch ein Stück weiter. Ich habe nämlich sehr viele von den Schwertern, sehe ich hier. So, vielleicht kriege ich einen Double Suches. Vielleicht, das wäre wirklich super geil. Oder allgemein irgendwie so ein Boost. Wird jetzt ganz geil sein. Nein, natürlich nicht. Okay. Es lohnt sich nicht mehr, den mit Normal zu trainieren. Ich werde den vielleicht danach weiter trainieren. Und jetzt werden wir ihn gleich an einer Stage testen. Und wir werden Goku jetzt natürlich auf einer Stage testen. Frage ist auf welcher? Wo wird es angebracht, ihn zu testen? Die Events sind nicht von... Also sind nicht sofort auf der Hälfte. Das heißt... welches Event bräuchte ich denn noch, wo ich ihn schnell testen könnte? Also was dann auch so sich ein bisschen für mich lohnen würde natürlich. Eigentlich das Gotenks-Event. Aber das ist da extrem schlecht, weil er halt so einen Effekt hat. Ich würde sagen, wir testen ihn beim bei dem da. Weil ich da eh was farmen muss für den... Oh, müssen wir erst verkaufen. Weil ich da eh farmen muss. Für den, ihr wisst es ja, Free-to-Play-Goku. Der sich bald zum Super Saiyan 3 entwickelt. Da möchte ich natürlich ein paar von haben.
So, sind das nur Normals und Rares? Ja, schön. Und ich bin wieder unter der Linie, schön. Gut, da werden wir ihn jetzt testen in einem Mono-Hero-Team, weil er da auch Key kriegt. Ich hätte natürlich meinen Demigod wieder Freezer wieder genommen und ihn mit Gotenks zusammengepackt, aber das Problem da ist, er hat jetzt nicht genug Kui. Er hat halt nicht genug Key und ist eh schon so ein bisschen schwer, was das Key angeht. Nehmen wir uns einen ganz coolen Vegeto mit, der sieht ja krass aus. Ich hoffe, die One-Hit die nicht und wir tauschen. Type. Dip. Ich weiß schon, wen ich tausche. Ihr wisst es wahrscheinlich auch, den STR Vegeta. Gegen. Wo ist er denn? Wo ist er? Da! Erkenne ich direkt. So, weil wir die Ulti natürlich auch sehen möchten. Machen wir so. 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 Und. So. So, dürfte ich safe zur Ulti kommen. Und wir testen ihn jetzt. Mal sehen, ob ich irgendwo vielleicht doch Zeitraffer rübergelegt habe, weil das Video wird sonst ein bisschen lang. Aber selbst wenn, ich glaube, es wäre jetzt nicht so schlimm. Die wichtigen Stellen sind der Kampf, der ist am Ende, und das Awakening, das ist in der Mitte. Nach meiner Erzählung, was er so konnte. Wir hoffen natürlich, dass Goku 4 Key kriegt. Ach, damals, wo, Alter, wo solche Stages noch schwer waren und man deswegen 4 Key bekommen hat. Okay, ein Key in der Sekunde, super schön. Dass du meine, shit, ich wollte 5 drücken, Argumentation bestärkst. Gib LR Goku Key. Alter, guck mal, wie sie alle richtig hartes Key kriegen, außer LR Goku. Jetzt nochmal, komm. Das ist nicht wahr. Jetzt LR Goku. Jetzt haben alle außer Vegeta und LR Goku Key bekommen. Das ist Mobbing. Hier, seht ihr's? Mobbing. Wenn schon den zur Ulti zu bringen, ist schwer. Ich will ihm auch die Super Ulti geben. Ja, damit ihm krassere Links. Ich in die Mitte packe. Achso, hier ist der Kamehameha Link schon aktiv. Jetzt check ich's. Machen wir mal so, in der Hoffnung, dass genau das hier passiert. Ist der Kamehameha Link auch aktiv. Und dann werden wir die Items einsetzen, damit er auch seine Ulti-Ulti kriegt, weil die möchten wir natürlich sehen. Und schwer zu erkennen. Ich hätte auch natürlich die Nuke-Items mitnehmen können, aber warum denn so, wenn es auch so geht? Jetzt hat er seine Ultra-Super. Ich könnte natürlich noch die anderen einsetzen, damit er auf dem vollen Kreis ist, aber ja, komm. Die Ultra-Super reicht uns. 83.000 vor der Ulti. Also Schaden vor der Ulti hat er schon mal. Fuck, ich habe vergessen, das Vegeto. Ah. Das ist jetzt scheiße. Ich hab einfach nicht damit gerechnet, dass Vegeto ihn one-shotten kann. Alter Schwede, okay. Dann jetzt hier nochmal, wir sehen uns Gokus Attacke an. Mit, dann muss ich halt das hier opfern, Fruit of Might, weil ich vorhin so doof war. Absolut meine Schuld. Er ist bei der Ultra Super angekommen. Ich mach das so rum, weil so kriegt er den Kamehameha Link, aber so hat er die Super Tech nur. So hat er den Kamehameha Link aber und den wollen wir auch. So, 86.000. Diesmal sehen wir wirklich, wie Goku angreift. War jetzt absolut mein Fehler. Das letzte bisschen vom AGL Super Saiyan 3. 400.000, das ist gar nicht so schlecht. Habe ich schlechter in Erinnerung. Ist aber auch die Ultra Super. Insgesamt 600.000 auf den AGL. Das ist echt gut eigentlich. Ich habe ihn schlechter in Erinnerung. Ich weiß nicht warum. Ich mag den. Wie gesagt, auch wenn er halt jetzt nicht mehr so wirklich up to date ist und von den LRs so ein bisschen weiter unten steht schon, ich mag den. Weil es war der erste LR, es war auch so damals, wo der LR noch besonders war und er hat einfach so ein geiles Art. Ich mag den. Immer wieder sagen. Finde ich geil. Mein LR Goku. Nie gedacht, dass ich den mal hätte. Weil ich immer dachte, ich wäre zu faul, den zu grinden. Alter Schwede. Ich bin stolz. Was eine Maschine. Aber gut, das war's mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wir haben erfolgreich LR Goku Dokkan Awaked. In der Beschreibung findet ihr Link zu der Facebook-Gruppe, die ich erwähnt hatte vorhin. Da habe ich das schon angeteasert gehabt. Da könnt ihr auch gerne beitreten. Laufendes Gewinnspiel ist übrigens auch gerade auf meinem Kanal. Kann ich hier auch nochmal ein bisschen Werbung für machen. Werdet ihr schon finden. Das hat ein sehr leckeres Thumbnail. Also lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin. Tschernobyl und ciao!